Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Bulletstorm. Mission 3 mittlerweile, beziehungsweise Part 3. Wir sind immer mit dem Ishii unterwegs auf diesem Planeten. Wo ist eigentlich Ishii? Da ist der Ishii. Und wir müssen ja irgendwie versuchen, ihn zu retten und da von diesem komischen Planeten, Kolonie, bla, keine Ahnung, Ding abzuhauen. Und da sind die Gegner. Die lästig sind. Deswegen schießen wir sie einfach über den Haufen. Einer, jawohl. Und du doch einer. Den Hals schießen. Das ist auch noch irgendein Special. Ich muss jemanden in den Hals schießen. Das kriegen wir auch noch nicht. Schuss und Schritt. Jawohl. Das war doch gar nicht schlecht. Finde ich schön. So. Dann aufmachen. Zack. War schön. Ishii, los. Mitkommen. Okay. Hoppala. Nicht treten. Diesmal nicht treten. Treten immer gut. Diesmal war blöd. Okay. Dann schauen wir mal nach unten. Was haben wir hier? Achso, im Kapitel 2, Akt 1 sind wir schon angekommen. Schön. Letzter Zug aus Sprengstadt. Das ist auch mal ein schöner Titel für ein Kapitel. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist perfekt. Es ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Seid wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Ach, das ist ja mal eine Feststellung. Wir sind hier nicht sicher. Ah, Versorgungskapsel. Sowas habe ich gesucht. Na denn. Schauen wir doch mal. Können wir jetzt da schon was? Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Okay, und hier oben? Magazin? Ah, warten wir mal. Wow, das wollte ich jetzt nicht. Scheiße, okay, dann haben wir halt mal zwei gekauft. Eigentlich wollte ich die Ladung kaufen, aber dann scheißen wir halt drauf. Gut, dann kaufen wir die Ladung nächstes Mal. Auch recht. Sollten wir jetzt passen, dann schauen wir weiter. Der einzige Weg. Also ein Tritt muss der Kollege haben, das ist abartig. Aber dafür kann man schön rutschen, das ist natürlich auch was. Aufwachen, Grenzebärchen! Der Mann versinkt in seiner Arbeit. Genau. Flago, du pisst, wenn dran bist. Flago pisst jetzt mit den Engeln, mein Freund. Und tschüss. Da, noch einer. Her damit, komm. Und jetzt flieg für mich. Schön. Es ist ein bisschen traurig. Es ist zwar eigentlich immer ein bisschen dasselbe, wie ich sage, so Peitsche, aber Effektivität setzt sich durch. Das ist einfach der entscheidende Faktor. Einmal den mal so ab. Da, Bauchschuss. Und jetzt stirb. So. Waren das schon alle? Ishii, bitte aufmachen. Gut. Hey. Heilige Scheiße. Hier ist genug konföderierte Feuerkraft, um die Alien-Horden auf Warworld zum Glauben zu bekehren. Zerstör alles. Lass diesen Wilden keine Möglichkeiten, uns zu verfolgen. Ich mag, wie dein neues Hirn tickt. So, zerstör dir die Helis. Mach mal. Die Einheimischen scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Sie alle. Meine Zeit wird knapp. Ich habe fast keine Energie mehr. Ja, die nächste. Gut, dann holen wir sie. Ihr kommt alle hier runter, Kollege. Das funktioniert doch. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Er damit und bam! Das war mal Double Team Kick.
So muss dies ausschauen. Vorsicht, die Freaks haben einen Bolzer. Wow. Okay, nochmal, komm, ich krieg dich. Erwischt. Hey, das war voll drin. Verdammt. Ich bin immer eine Millisekunde zu früh. Jetzt aber. Jawoll. Na, super. Geil. Und jetzt können wir uns die Überladung, wo ich eigentlich vorhin wollte, holen. Schauen wir mal, jetzt kaufen wir mal die Ladung. So. Cool, dann schauen wir mal, ob es mit der Ladung hinaus. Ein Terminal für Tiefkernbohrungen. Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben. Da kannst du dich aufladen. Die Absturzzelle der Ulysses ist auf der anderen Seite dieser Stadt. See und Böbling. Ah ja, ich verstehe. Okay, das ist dieser Vernichtungsschuss. Gut. Komm schon, Süßer. Ich hab was für dich, du Genmüllbaby. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, dann sprechen wir es halt so. Der Typ will aber auch nicht verrecken. Gut. Wenn du nicht verrecken willst, dann machen wir es anders. So. Geht doch. Oh, du läufst nicht weg. Komm hierher, mein Freund. Ab nach unten. Und tschüss. Komm, flieg. Und tschüss. Du darfst auf mich gehen. Und tschüss. Das ist schön. Einfach nur eine Seite kicken und weg sind sie. Weitere Hubschrauber im Anflug. Was schon wieder hier ist. Da ist ja noch einer. Hier liegt jede Menge Tote in der Luft. Ja. Sehr sarkastische Aussage. Jede Menge Tote in der Luft. Das, den können wir auch fliegen lassen. Was haben wir jetzt hier? Ach, das ist der. Okay, dann Ishi bitte einmal betätigen. Achso, ich darf, er repariert nur. Soll man auch recht sein? Noch mehr Fleisch zwischen uns und unserem Ziel. Schön zu sehen, dass dein Humor langsam wieder zurückkommt. Humor war nicht meine Absicht. Du machst mich fertig, Kumpel. So. Ich muss mal ganz ehrlich sein, wie hier ein paar Granaten oder so sind eigentlich ganz praktisch. Haben wir sowas nicht? Sie zieh dich zurück! Bring sie alle um! Und du sagst, Humor sei nicht deine Absicht. Die Art, wie du das gerade gesagt hast, war Comedy pur, mein Freund. Ich bin dabei, alles umzubringen. Wir sind mittendrin. Bürgerreiz, jawohl, endlich den Halbschuss, den ich haben wollte. Fast, komm, flieg ein bisschen. Verreckt. So, das auf die Seite treten, dann können wir da auch durch. Vielleicht hätte ich doch den anderen nehmen sollen. Ich glaube, das hätte nochmal irgendwie ein Special gegeben. Das wäre bestimmt lustig geworden. Wo ist er? Wo ist er? Da! Du bist doch schon tot gewesen. Und genauso. Was ging jetzt da? Will er nicht.
Dann eben so. Flack, jawohl. Und Umweltterrorist. Das sieht doch super aus. Ich finde das spitze. Es hat Peng gemacht. Hier mehr erledigt. Gar nicht so übel, das alles. Eine hübsche Aufwärmübung für das, was ich mache, wenn ich diese Final Echo-Schlampe in die Finger bekomme. Final Echo ist nur der Ersatz für uns, Gray. Weitere von Serranos geistlosen Werkzeugen. Meine Wut richtet sich auf die Falschen. Checkpoint, das ist auch gut. Besorgungskapsel? Wo? Ach, da! Schau mal, können wir mit der Peitsche jetzt was machen? Natürlich nicht. Ha! Das wäre jetzt die Frage, ob ich mir eine Ladung kaufe. Nee. Falsch, falsch. Das will ich nicht, das will ich nicht. Alles noch nicht verfügbar. Ach da, töte den Piloten eines der folgenden. Ja, das haben wir eh. Aha, nichts mehr. Okay, gut, scheiß noch drauf. Jetzt dürfst du mal weitergehen, da. In Deckung! Soll ich dem Herr werden? Piss dich. Oh, den Luft mal hernehmen. Das ist ja natürlich cool. Der weg und verschwindet. Piss dich auch. Dich habe ich noch nie leiden können. Ha! So, Freunde, wo seid ihr? Okay, mit dem Ding ist sich halt sehr langsam bewegt. Verflucht am Mist! Die haben noch mehr Vultures! Da! Mehr Kugeln! Hört den Donner, Jungs! Du fliegst nie wieder, mein Freund. Ist noch einer da? Jetzt geht's abwärts! Wo sind sie denn alle? Da! Na, ich mag auch nicht weg. Oh, fast keine Munition mehr, schade. Oder Energie in dem Fall. Das war's. Mist. Egal, dann hol ich dich eben so runter. Schon wieder! Ich bin immer zu schnell, ich muss mehr Geduld haben. Jetzt. Jetzt? Ach so, er haut's kaputt und wir können weiter. Ah ja, auch gut. Das geht mir nicht gut, Gray. Ich spüre, wie ich langsamer werde. Wir arbeiten dran. Halt durch und überlass die schwere Arbeit mir. Bleib einfach in meiner Nähe. Jetzt kann ich mit der Peitsche arbeiten? Ich hab's gewusst. Verpiss dich! Wo ist er? Da! Du darfst fliegen gehen und du gehst auch fliegen. Was ist das? Ach, wieder ein Aufzug. Oder irgendwie so. Eine mobile Verteidigungslinie. Das ist natürlich auch sehr geil. Die nutzen wir doch gleich optimal aus und treten den dann in das Nichts. Da haben wir noch einen. Mit diesem
ins Nichts treten funktioniert echt gut, muss ich sagen. Also. Da ist so ein beschissener Flieger. Ich bin in Deckung. Nein! Verdammt, zu langsam. So, und weiter. Komm, Ishii, bitte wieder eintreten. Ishii? Da ist er. Los, tritt's kaputt. Okay, die Deckung irgendwie besser nutzen. Es geht mir nicht gut, Gray. Ich spüre, wie ich langsamer werde. Halt durch und überlass die schwere Arbeit mir. Bleib einfach in meiner Nähe. Ja, krieg ich. Mach's auf. Aufmachen. Ach so. Das war Zufall. Ah, okay. Auch weg. Wiedersehen. Und wieder die berühmte Platte. Okay, das ganze Spiel hier nochmal von vorne. Ich krieg euch alle kaputt, ihr Penner. Sie wollen es bloß nicht glauben, aber es ist so. Oh, wieder Versorgungskapsel in der Naht. Ja, gut. Punkte haben wir ordentlich. Ich will vor allem die Peitsche endlich aufrissen. So, krieg ich jetzt, ich muss den Flieger runterholen vor allem. Das wäre auch mal wieder eine neue Waffe, eigentlich ganz geil. Erwischt! Wow! Wow! Was geht denn jetzt ab? Da ist die Kapsel! Geil, so, kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Ah! Okay, dann auf alle Fälle kaufen wir mal ein Magazin. Ladungsupgrade. Will ich das jetzt noch? Löscht die Meise? Ja, das weiß ich, aber. Ha. So, Munition voll. Jetzt haben wir auch die volle Ladung. Aufwachen! Oh, wieder ein Haufen Menschen, die in Stromleitungen fliegen dürfen. Wie schön, cool. Ah, tu genauso, los, komm her. Und tschüss, flieg in den Kasten, das ist gut. Da sind wir, Ishii. Essenszeit. So, Ishii, bitte einmal aufladen. Ich brauche einen Moment. Verdammt, mir fehlt ein Zugangsport. Na, und jetzt?
Er klang einfach rein. Aber jetzt hat er Ladung, oder wie? Ich fühle mich schon viel besser. Freut mich, das zu hören. Ich habe die Anlage überladen. Ich prognostiziere eine Explosion innerhalb der Schwerkraft-Kerngeneratoren. Dann prognostiziere ich ein bevorstehendes. Lass uns von hier verschwenden. Abhauen, abhauen, abhauen. Bring ich sie zum Terminal für die Tiefbohrung. Wunderbar. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das war dann das Ende von dieser Episode. War eigentlich recht cool. Wir haben Ishii ins Leben gerettet. Das passt eh. Das zweite Mal jetzt quasi die Energie. Wow. War ein bisschen holprig, aber war ganz lustig. Dann sehen wir uns wieder. Das heißt Let's Play Bulletstorm mit dem Element, quasi mit mir. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, beziehungsweise mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Bis dann und ciao.